glaube, sein roter Anzug ist einfach zu rot. Der kann keine andere Farbe mehr erkennen. Der ist so im Tunnel drin mit seinem Farbanzug. Da geht einfach nichts mehr. Ja, ja gut, der war dann auch ein bisschen besser. Ja, ja. Nee, nee, Batgirl eröffnet hier. Großes Open Race hier. Hat er gestern gespielt und heute? Auch übrigens, aber ich meine, heute hat er gespielt. Ja, ja, in der zweiten Mannschaft. Ist ja bei zwei Caller. Spekulativ. Supervic und Birkules mit ihren Suited Cards. Ah, okay. Als Trainer. Nee, schön, dass gespielt war. 7-5-3. Natürlich jetzt nicht so schön für Ace King. Und die haben keinen richtigen Torjäger mehr. Der wird hier eigentlich ganz gut geblockt hier mit dem Gutshot plus Treffer. Scheint auch keine Granate jetzt. Bietet sich eigentlich einen für den Check Race, hat auch noch einen Backdoor Flash. Der hat sich gleich sofort gerissen. Aber nur mit dem Call. Ja, Jack ist hier eine Blank. Gucken wir mal, ob Batgirl noch eine zweite Barrel hat. Nee, hat sie nicht. Ja, das war halt schön günstig. Und die 6 am River, ja, Birk, halt improved zu 2 Pair. Halt gute Spieler, die dann auch relativ hoch spielen können. Ja, schon. Batgirl called. Ich gehe mal schnell rein und fix die Kameraperspektive. Bis gleich. Ja auch immer wieder. Okay, also habe ich noch für einen kurzen Lacher gesorgt am Tisch. Dafür ist die Kameraperspektive jetzt gefixt. Also so langsam habe ich es im Griff, auch wenn es 20 Hände gedauert hat. Ja. Ampel 20, Birk steigt ein mit dem Straddle. Kevin erhöht direkt aus Early Position. Dame 9, suited. Wird gecallt von Supervic. Ist eine müde Runde bis jetzt, gell? Ich nicht. Ich habe eine Stabilität. Ja, genau. König 9, natürlich mega Board hier. Der hat den Trips, Dock von vornherein. Der mit dem besten Kicker. Ja, ja, ja. Der ja, ist hier. Ja, ja. Der mit dem schnellen Call. Ich auch ganz optimistisch, war zu Das 7 ändert nichts. Birk guckt ja, schon mal, was im Pot drin ist. Wähnt sich hier natürlich vorne mit dem Treffer. Pier 50 spielt ja quasi einen halben Stack an. Und Kevin wird hier auf alle Fälle reinstellen. Der will dann vor Flush Draws protecten, nehme ich an. Oder würde ich so machen nach der Action. Gibt es ja dem Gegner hier nie eine andere 9 oder eher ein Draw, vielleicht ein Combo Draw oder irgendwas. Also das Unausweichliche wird passieren. Bisschen Hollywood gehört natürlich auch dazu. All in und Call von Birk. Schlechte Nachrichten. Beide Spieler haben die 9. Ja. Kevin sagt es hier. Okay, und sie lassen zweimal laufen. Fair Play hier von Kevin. Gibt dem Gegner noch die Chance, zumindest mal einen Run zu splitten. Jeder König, jede 7. Jedes Ass. Jeder Ass, jede König, jede 7. Nee, Ass, 4 zum Win. Pass auf. Pass auf. Ja, Cashenbauer überlegt noch. Jetzt hat er's. Erster Run. Die 6. Und 4 gewinnt Kevin. Immer gut, den ersten Run zu gewinnen. Okay. Dieter guckt nochmal. Ja, Ergebnis ist richtig. Das war gut. Ja, jetzt überlegt er nochmal, was er drücken muss. Und zweiter Run, Carlos, genau. Und der King. Oh, Full House für beide. Also, einmal Split, dreiviertel Pot geht an Kevin. Nice Hand. Genau. 30 aufgerundet, 57. Nice Hand. Also. 57 minus 12. Also 7,35 oder 37. Kevin gewinnt, dreiviertel Pot, zu Recht. Macht er hier gut. Beide haben Trips. Ich gönne mir mal das nächste Getränk.
Heute Getränk des Tages, natürlich wie immer von mir präsentiert, Rothaus Zäpfler. Nicht nur mein Getränk der Wahl, sondern auch das Getränk der Wahl des Stanley Cup Gewinners aus Las Vegas extra eingeflogen, Mr. Menges. Ja, da ist er. Er hat sich dann auch für das Zäpfler entschieden. Alternativangebot ist Kölsch und das ist ja immerhin Geschmackssache, auch wenn Leverkusen heute gewonnen hat. Wobei ich gar nicht weiß, trinkt man Leverkusen eigentlich auch Kölsch? Das ist doch irgendwie... Und Umgebung, okay. Großraum Köln-Leverkusen, nennen wir es mal. Ich bleibe hier Stay Local, ne? Rothaus Pilz. Prösterchen. Ich habe doch hier... Aus den Alkohol, den Prost. Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Ja! Oh, das perlt. So, sehr gut. Trinke ich da nochmal einen ab. Hier. Sehr gut. Ziehen, ja? Gut, dann hoffe ich mal, dass am Pokertisch auch so viel geht. Oder noch mehr geht. Die Hand hat doch jetzt mal wieder ein bisschen Mut gemacht, dass die mal ein bisschen hier in die Puschen kommen. Unsere Herren und die Dame. Kevin wird es auf alle Fälle mit einem kleinen Motivationsschub bekommen haben. Durch sein brillantes Play mit den Trips und auch vorhin seine gute Hand mit den Queens. Ich glaube, der ist in the zone. So, und im Chat wird gefragt, wie hoch ist der Jackpot? Was für ein Jackpot denn? Bei uns gibt es keinen Jackpot. Ich weiß nicht, was du meinst. Oral BHU. Hoffe, habe ich richtig gesagt. Also bei uns gibt es keinen Jackpot. So, jetzt haben wir Birk mit 9 an hier. Der packt die 3-Wert aus. Gibt aber 3 Corner. Ja, alles auch Hände mit Potenzial. Ich bin gespannt, was der Kados hier dealt. Ja, weil der Vera ja, Sopras auch gemeint hat, dass irgendjemand das auch nicht schnappt. Ja, der hat ihn dann auch Mann genommen und das fand er gar nicht witzig. Oh, 3, 4, 6, interessant. Schwarze Karten. Neuner hier mit dem Overpair. Superpick geht direkt von vorne all in. Halbe Pot-Size hat er hier. Mit dem Treffer. Wird natürlich schnell gecallt hier von Birk. Beziehungsweise Birk auch nur einen kleinen Reststack. Und Kevin jetzt hier mit dem Open-Ender kriegt natürlich super Odds. Also den sehe ich hier nie folden. Also das wird der nächste Premium-Pot. Leider alle short. Kevin geht all-in, Vize natürlich auch mit seinem Two-Pair. Also four-way all-in. Mehr geht nicht. Crazy Hand. Alle nur Short-Stack, also der Pot ist natürlich jetzt viel zu hoch, weil Kevin hier All-In gestellt hat. Effektiv ist der Pot wahrscheinlich so 23, 24. Ja, Carlos hat's drauf heute. Der haut die Hände raus, du. Da kannst du nicht meckern. Also. Oh, die 7 kommt an. Kevin macht die Straße direkt. Jawohl! Das ist doch die richtige Karte. Und der Rest... Ah, nee, Birk hat noch... Nee. Super, wir können noch splitten. Aber der King, ganz sicherer Runout. Kevin schöpft alle ab hier direkt. 3 Spieler vom Tisch genommen. Nice Hand, Kevin. Nice Hand. So spielt man Poker. Nice Hand, Kevin. Ja. Pokerweisheit ist, nur gute Spieler kriegen so. Eben, leider kriegt Kevin öfters auch mal gute Karten, von daher kann man nichts machen, spielt er gut. Also jetzt bei den Stacks und bei den Riesenorts, den Open-Ender kannst du ja da nicht wegschmeißen. Dass der Vize noch hinten dran das Tupel hält, ist natürlich mega dankbar für den Kevin. Nimmt 3 Spieler vom Tisch, zieht einen ordentlichen Pot und läuft doch gut. Also the Action ist auf alle Fälle gesorgt. Ja, Glück, Glück. Naja, also er hatte halt schon noch gute Chancen am Flop und wenn man Chancen hat, dann werden die halt auch irgendwann Realität. Kann ich als Videoschiedsrichter auch nicht verhindern, also nachspielen oder aberkennen kann ich das nicht. War regulär, regelkonform die Hand. Kevin, nice Hand, Daumen hoch. So, ich mach mal kurz hier das Fenster zu.
Jetzt sieht's. Ich glaube, ich muss da gleich nochmal gelbe Karten verteilen oder verbale Ermahnung aussprechen. Die Stimmung gegen den Videoschiedsrichter ist doch ein bisschen negativ, höre ich so raus. Aber einer muss den Job machen. Ich stelle mich der Herausforderung. So, Batgirl hat eröffnet. Hercules mit der 3-Bet und Batgirl nochmal mit dem Min-Klick. Hercules calls. Flop ist check, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ging jetzt alles relativ schnell. Turn ist noch eine weitere Queen. Das macht es für den Bjorko das natürlich unwahrscheinlich, dass der Batgirl hier eine Queen hält. Tut es in dem Fall aber. Jetzt musst du die Nerven behalten. Am besten nur callen. Ja, das Pokerface hat sie schon mal. All in ist die Bet. Und was macht dich das hat, der Currywurst. Okay, und jetzt kommt der Björk wahrscheinlich nochmal raus aus der Hand. Schaut sich die Karten nochmal an. Schaut sich vor allem die Odds an. Der hat ja nur noch 4,65 hinten dran. Der Pot ist schon bei. Weißt du gern so? Ja, zwei kann man noch abziehen wegen der Anzeige. Eigentlich nicht. Kannst du arbeiten so? Also 1:3, 1:3,5 kriegt er hier. Natürlich gute Odds, aber er ist halt so oft tot. Jacks, Tens, Kings, Aces und jede Queen ist halt vorne. Also da sehe ich dann schon eher einen klaren Fold. Vor allem Batgirl ist halt doch auch eher nicht die loseste Spieler, die da einen All-In-Bluff spielt. Ohne einen guten Draw oder ohne eine gute Hand. Und einmal wird gespielt. Nur die 9er helfen. Und die 7 ist eine absolute Blank. Nice. Genau. Du hast ja deine Erfahrung gesammelt. Nur die Nuts spielt, wenn du. Batgirl zieht den Pot. Sammelt die Chips. Nice. Macht sie gut. Wird sie auch direkt eingeblendet. Nice Hand hier von Batgirl. Die hat beim letzten Stream schon gut abgeräumt und jetzt macht sie gerade da weiter, wo sie aufgehört hat. Also die hat gerade pokertechnischen Lauf, sehr gut. Muss man einfach sagen. Hat natürlich auch jetzt ein paar starke Hände gehabt bei den letzten Streams oder jetzt auch in dem Stream. Gute Value-Hände spielt die aber auch dann profitabel und bringt das Geld auch immer wieder sehr gut rein. Beziehungsweise die Chips und die Gegner callen sie einfach. Ja, die hören nicht auf zu callen. Sehr gut. Nice hier. Oder Ass. Also weiter geht's. Hand Nummer 23. Nach Hand Nummer 24 würde ich sagen, machen wir nochmal Standings. Da, wenn er da hinten schon mal wieder ist. Ja, sie hier. Gute G plus 1 mit Ace King Off. Eröffnet 35.
Superwix, Judith Hand, wird euch hier die Folien. Birkulis bleibt dabei, am Button, Junge 9. Habe ich auch eine Hand, die man 3 betten kann, am Button. Callt ja aber nur. Ja, König 10-2. Trockenes okay, Board, staubtrocken. Ja, mein Cousin. Ich auch Poker. Ja, das ist aber ein so. Vize mit der Conti-Bet. Beide Spieler callen. Dirk auch hier mit seinem Gutshot. Der sich jetzt angucken wird. 5 in Kreuz, interessante Karte. Ja, nur gemeint, Tu perfekt. Er hat quasi mein Start. Birk, der wird hier auch kommentiert. Folgen. Nur beim Stehen noch kein Spiel geworden, so wie Streich. Und Vize kann ja auch im Leben hier nicht folgen. Der er hat sich damit selbst ins Abfall gesetzt, weil er geht sogar all in. Vize, oh, jetzt eskaliert die Runde aber völlig. Hä, was ist mit euch? Was, das jetzt völlig ich eskaliert, aus dem Nichts gehen hier alle all in und Victor hockt hinten dran und muss nur noch callen, das ist ja unfassbar. Turnt hier das Tube her und alles nur, weil Birk hier ausrastet und eskaliert. Crazy. So, Cash and Bar, der rote Anzug verleiht ihm Flügel und er dreht hier wirklich auf als Dealer. Also mehr geht nicht. Ah, Junge am River, ganz safe Karte hier. Superbig zieht den Pot hier gegen 2 Spieler. Triple All-In. Mega nice. Nice Hand hier. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass Birk hier so völlig eskaliert. Ich glaube, der ist schon ein bisschen angefressen, weil er jetzt 2 Lagen schon abgeschenkt hat. Sprichwörtlich abgeschenkt hat. Gerade ist die Lage in Batgirl direkt in der nächsten Hand. Insta wieder All-In. Ist auch so ein typisches Pokerphänomen, dass die Spieler in der Hand nach dem All-In entweder nicht spielen oder halt gleich weiter eskalieren. Also das ist dann oft so ein Peak, den es dann gibt. Und ich glaube, jetzt ist mal wieder 2-3 Hände Ruhe dann beim Birk nach der Hand. Ja. Hat natürlich mega viele Outs, aber am Ende ist es halt auch mal ein Gutshot und halt ein junger Hochflush-Draw. Und ist der Turn, es kommt dann noch eine Karte. Die Odds sind super, kann man auch einfach callen und hier nach Odds weiterspielen. Dass der Vize hier Insta-All-In geht am Turn, interessant nach der Action, kriegt 2 Caller am Flop. Am Turn ist eine Donkbet und ein Insta-Raise-All-In. Würde ich auch erstmal kurz innehalten und überlegen, Ass-König, da ist vielleicht was unterwegs. Aber, ja. Naja. So ist es, gelaufen. Holger, also, hörst du uns? Ich werde hier gerade gerufen, der Videoschiedsrichter wird gerufen. Ich gehe mal ganz kurz rein, bin gleich wieder bei euch. Dass mich keiner für voll. So, also als Videoschiedsrichter muss man auch mal an den Platz oder auf den Platz kurz nochmal die Probleme erörtert. Es gab wohl noch bei der Splitpot-Berechnung ein kleines Problem. Da ging es um den Sidepot, den der Vize nicht gekriegt hat. Wir lösen es jetzt manuell. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der Carlos das hinkriegt. Der sieht ja gerade so ein bisschen angestrengt aus. Ich glaube, dieser rote Polyesteranzug, der setzt ihn tatsächlich so ein bisschen zu. Der kocht so von innen, so wie in so einem Bratschlauch, wo man so einen Braten über Stunden vor sich hingart. Ah, der Baumeister ist auch da. Macht kurze Schaffenspause. Ja. Noch nicht ganz so aktiv im Stream. Der hält sich noch ein bisschen zurück. Ist vielleicht auch gar nicht die schlechteste Taktik, dass die Leute erstmal hier einen ballern und nachkaufen und dann am Ende schön abräumen und einverleiben. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Taktik heute. Genau. So, ja. Ich hoffe, Cash and Bar hat es jetzt dann langsam, dass wir hier mal weiterspielen können. Jetzt hat er's. Dann sagt es ein Carlos, ich mache kurze Stats-Pause. Also hier wird gefordert, die Stats einzublenden. Dem komme ich natürlich direkt nach. Wir blenden die Stats ein. Also. Das erste Mal. So, jetzt Carlos hat es natürlich nicht gemacht. Sehr gut. Also, dann mache ich das nach der Hand. Dann hoffen wir mal, dass der Superweg auch nach der Hand noch im Plus ist, damit ich was einzublenden habe. Er hat den Gutshot zum 4 Outs und er hat die Straight ist ein 13 Karten, minus 4 sind 9, minus 1 sind 8, 8 aus, also 8 plus
4 sind 12 aus. 12 mal 4. Ja, aber denk dran, dass die Kreuze nicht alle. Weil wir die gepaarten Kreuzen machen, die jedes voll. Ah, die muss auch noch abziehen. So, also, die Stats kommen nach der Hand, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil Supervic nämlich die nächste Premium-Hand hier hat. Vize eröffnet hier mit Dame 3, Supervic mit den Assen. Große 3-Bet, riesen 3-Bet hier auf 1,75. Hat hier beim Vize den richtigen Kandidaten. Der hat nämlich, wie ich gerade beschrieben habe, gerade noch in Hand verloren, ist angefressen und jetzt natürlich prädestiniert, hier die Hand weiterzuspielen. Okay, das Board kommt aber denkbar ungünstig für den Vize runter. Check hier. Natürlich kein Treffer. Top Set hier für Supervic. Contibet. Und wird der Vize natürlich direkt falten. Also. Aber ich will kein Kreuz mehr sehen. Nee, ist es. Ich will kein Kreuz mehr sehen. Ja, da zeigt er die starke Hand. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Hand Nummer 24 ist erreicht. Hat er überhaupt das irgendeiner noch hinten? Supervic gewinnt den Pot und ich gehe in die Statistikanzeige. Also, da haben wir es. Ich habe nur überlegt, ob ich nur reinnehme. Kevin ganz vorne. Drei Lagen im Plus. Nach den großen Fetten, die er zuletzt gespielt hat. Unter anderem das Multi-All-In gegen drei Spieler. Stabil. Batgirl eine Lage im Plus. Supervic jetzt eine Lage im Plus nach den zwei Händen. Und Menges im Plus. Baumeister plus minus, der hält sie noch zurück und Vize und Birk sind, wie gesagt, hinten, ganz offensichtlich. Also, ich mache das dann nach der Hand nochmal, nachdem Carlos jetzt wieder nicht gesehen hat, dass wir Stats-Pause machen. So, wir haben Infant Fold, ist ein Neuner. Zeig jetzt mal, wo ein Neuner spielt. Ja, ich finde einfach. Ist auch gut bei Neuner. Achtung, Achtung. Carlos, bitte die Pause einhalten für die Standings. Ja, 28. Ja, weil Mick hat Supervic Sonderregelung. Special Request. Einmalig im Minus sein. Ja. Ach so. Das war die Intention hinten dran. Ja, okay. Ja, nochmal, ich habe das letzte Mal die meisten Hände gewonnen. Ja, ich bist und da hat er auch den meisten Verlust. Mit Abstand. Du bist Fisch. Ja. Eine Hand wahrscheinlich. Seine Pause war beantragt worden. Standings nach Hand 28. Sonderpause war das, ja? So wie wir es gleich haben. Ich weiß nicht, was ausgemacht hat. Ich weiß nicht, warum das so schiebe sich jetzt da nochmal ein. Steht's auch nicht. Ja, der hat einen neuen Job und fühlt sich wichtig. Der hat einen neuen Job und fühlt sich wichtig, ne? Überfordert mit dem Spieler. Der hat es nicht im Griff, das Spiel. Merkt man schon. Check. So, also letzte Verwarnung für Sie zwei. Geld Nummer 3! Hast du das verstanden mit dieser Kartenregelung? Also Spiel hier, wir spielen hier Poker. Ich entscheide, wie die Regeln sind. Karte Nummer 4! Ich dachte, du zahlst nichts mehr. Gut, ja, gut, dann. Gott, das ist da noch mehr als Chance. Muss ich halt versuchen, drauf zu achten. Kann man mal ein gutes, eine gute Boardentwicklung machen. Ich mache jetzt Karte Nummer 28 dann. Ja. Geht, hör auf damit. Ich sehe dadurch keine Farben. Echt? Ist okay. So schlimm. Alles aber grau, aber Symbole. Ja, Symbole, ja. Die haben ja, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich gesehen. Gut, also ich habe das im Pokerraum nochmal geklärt. Die Stats kommen nach Hand Nummer 28, dann nehmen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit. Carlos weiß jetzt Bescheid. Und dann geht es hoffentlich klar mit dem Ding. Und die Messi-Chips gelegt ist. Oder was? Ja, ja. Aber ich muss das was? Nee. Aber ein einziges Feld. Nee. Ja, darum war die Frage. Ach so, nee. Ach, was meinst du? Nee, ich hatte Chaos gehabt. Ich habe zwei Chaos gehabt. Das war... Wir hätten Straßen drauf, glaube ich, gehabt. Also daher. Also das ist
glaube ich. Ja, ja, genau. Kevin eröffnet hier seinen Pocket 9er. Jetzt kommen wir auch nicht mehr raus. Kriegt hier einen Haufen Caller. Der so ganze Tisch callt. Mach doch nicht so. Ich hab's vorher. Macht schon mal. Ja, ja. Das Board kommt runter. König, Dame 6. Natürlich ein undankbares Board hier für den Kevin. Schauen wir mal, wie es gespielt wird. Spieler checken zum Kevin hin. Der bringt hier eine Conti-Bet. Ja, gegen vier Leute natürlich stabil hier eine Conti-Bet zu bringen, aber versucht zumindest. Ja, Victor hier sieht eigentlich gute Odds mit seinem Treffer. Hält auch noch ein Kreuz. Ja, foldet aber trotzdem diszipliniert. Und dann kommt zum Duell Baumeister gegen Kevin. Höchste Disziplin, Männer. Ja, kommt auch direkt das Ass. Das ist natürlich eine absolute Scare-Karte hier für Kevin. Ich denke, der wird hier keinen Cent mehr investieren. Noch eine Overcard für die Neuner. Mal abgesehen davon, dass der Baumeister hier die Nuts macht. Die zwei verändern natürlich nichts. Jetzt muss der Baumeister setzen. Und ich glaube nicht, dass der Kevin hier noch irgendwie einen Chip investieren wird in diese Hand. Da kann er noch so klein sitzen. 1,50 ist auch eine kleine Bet, Kevin. Insta-Fold und Baumeister nimmt den Pot mit. Kriegst nicht mehr. Also war schwierig. Ja, Kevin sagt es ja auch, kriegst nicht mehr. Da ist die Hand schnell beendet hier. So, hat man die Farbe geändert im Hintergrund. Ich hätte eigentlich nur noch einen Verband im Kopf finden müssen. Ja. Der Chef könnte das hier vorne, das war ja vorher alles. Das ist sehr viel Schutz, Chaos, aber das ist. Im Hintern. Oder jetzt ganz einholen können, wie so eine Mumie. Hätte sich halt auch noch bewegen können. Wer hat es gemacht? Ah, das war bei unserem First Aid Kurs. War ein Guide, und dann muss er selber so einen Hochverband anlegen innerhalb des Kurses. Und er hat sich dann durch komplettes Eins vorbei. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir heute so Tonprobleme haben und dass wir da quasi eine gedoppelte Audiospur haben. Ich habe schon einen Verdacht, woran es liegen könnte. Aber das kriege ich jetzt live natürlich nicht mehr gelöst. Hand 27 haben wir einen Straddle von Circulus und Supervic im Big Blind verteidigt hier mit König 6. Also der erste Pot eigentlich des Abends, wo nur quasi gelimpt wird. Gucken wir mal, ob das Board irgendwelche Spannung hier verspricht. Nee, Ass hoch. Okay. Wahrscheinlich, wer zuerst sitzt, wird gewinnen. Und so ist es auch. Superweg hier mit der Bet und nimmt den Pot mit. Pot ist übertrieben, also halt die paar Kröten, die paar Chips, die drin lagen. Ja, Tonprobleme, genau. Nach der langen streamfreien Zeit gab es doch einiges zu tun. Ich habe ein paar Updates gemacht, unter anderem auch den Treiber von unserem Audio-Interface. Da hängen zwei Mikrofone dran. Die sind jetzt anstatt auf einer Audiospur auf zwei Audiospuren. Mikrofon 1 und Mikrofon 2. Vorher war es einfach ein Stereo-Mikrofon. Und dementsprechend könnte es daran liegen, der Laufzeitunterschied, dass es so leicht gedoppelt ist. Muss ich beim nächsten Mal nochmal umstellen. Wie gesagt, ich habe halt keine 10 Spieler hier. Ja, ich komme. Genau, jetzt gibt es aber andere Probleme. Der Videoschiedsrichter muss einschreiten. Es gibt wohl Probleme am Tisch. Ich gehe mal kurz rein und löse das Problem. Hoffe ich zumindest. Okay, Softwareprobleme gelöst. Ich muss die Software neu starten, nicht irritieren lassen. Da steht jetzt Hand Nummer 1, aber effektiv ist es Hand Nummer 28. Mütter ist raus. Danke fürs Zuschauen, Mütter. Schönen Abend, mach's gut. Replay kannst du dir mal auf YouTube anschauen. Wir sind aber hochschleudern. Hot Girl hier. Aus früher Position. Ladies. Open Race. Links mit dem Call. Baumeister mit der 3-Bet am Button. Endlich hat er am Button mal eine Hand und packt hier eine 3-Bet aus. Die ist aber auch sehr klein. Mit 10 Big Blinds nach einem Quarter. Also da würde ich eher so 1,60, 1,70 machen an seiner Stelle. Lädt hier natürlich alle zum Callen ein. Das wäre lustig. Super Weg mit dem Call.
Der gut ist mit dem Call. Folgst du dem Brahmaroon? Ich guck mir das Edgar mal auch an. Nur mit dem Call, das ist natürlich dünn. Okay, ja. Interessant. Fünf Spieler am Flop und der kommt König hoch. 9-8. Rainbow. Das ist natürlich eine Katastrophe hier für die Queens. Überhaupt aber wieder absoluter Action-Flop. Birk mit 2-Pair. Menges hier. Queen 9. Okay, hat mit Potenzial. Bei der kleinen Bet auf alle Fälle einen Call wert. Der Einzige, der hier den Flop total verpasst, ist natürlich Baumeister. Der foldet. Und Superweg wird jetzt natürlich hier ein Raise auspacken. Alles andere würde mich wundern. Die sind dann morgen, also übermorgen sind die quasi wertlos dann. Ja, haut hier auch ein richtiges Brett raus. Ist auch ein extrem gefährliches Board hier für seine Hand. Finde ich gut. Hier eine Setzgröße von Superweg. Gerade gegen so viele Gegenspieler. Oh, Birkules bringt die Lage schon wieder rein. Und Batgirl kommt so, glaube ich, mit dem Minimum aus der Hand raus. Würde mich wundern, wenn sie hier noch weiterspielt. Brauchst du einen Count? Genau. Trotz Sonnenbrille, also die Hand ist eigentlich gelaufen hier für Batgirl. Ja, findet ihr auch einen Fold. Und Menges natürlich auch mit dem Fold. Einmal, zweimal, dreimal. Zweimal. Oh, schlechte Nachrichten hier für Birk. Läuft schon wieder hier gegen die Granate. Bottom Set. Tot ist er natürlich nicht, hat hier noch seine Outs, aber. Eieiei. Zweimal wird gespielt. Schauen wir mal, was Cash and Bart draus macht. Victor hat heute einen Kartenlauf. Fünf ist safe. Jack ist safe. Erster Run geht an Superweg. Einmal Superweg. Ja, 10 ist auch eine Blank. Und? Carlos macht jetzt die Spannung. Und die 6 ist auch eine Blank. Safe Card hier. Guter Runout für Supervic. Zieht hier beide Pötte. Und Birk schon wieder. Wieder broke, muss schon wieder nachladen, der Arme. Eieiei, der läuft heute echt gegen die Hände. Der kann nichts machen. Aber gut, wir schieben die Stats ein. Es war gewünscht. Und so machen wir es direkt auch. Gut, also die Standings hier. Kevin ganz vorne im Tableau. Immer noch seine 3 Lagen im Plus. Superweg folgt ihm jetzt. 2 Lagen im Plus, Menges im Plus, Batgirl im Plus, Baumeister leicht im Plus und Vize und Birkules sind jetzt wirklich unten im Keller angekommen, leider. Aber sie haben ja noch alle Zeit der Welt hier, sich wieder hochzuarbeiten. Dann schauen wir mal VPIP an. VPIP, da sehen wir auch, oh Wunder, Birkules spielt 73% der Hände, das ist natürlich ordentlich. Superweg, sehr aktiver Spieler. Der Einzige, der sich ein bisschen zurückhält, die einzigen beiden sind Baumeister und Kevin. Die spielen noch ein bisschen überlegter. Flop Aggression, Flop Race, Batgirl, die hat aber auch die Starthände für gehabt. Kevin auch, wenn er einsteigt, dann Race da. Und Superweg ist eher so der Callemann unter den Spielern, so wie es aussieht. Winrate, auch interessant. Kevin gewinnt 62% der Hände. Gut, er spielt auch keine Hände. Wenn man dann halt ein paar gewinnt, dann hat man schnell einen hohen Prozentsatz. Für Vize läuft es nicht, für Birk läuft es nicht. Die sind unten im Tableau. Aber so ist es. Weiter geht's. Ab dafür. Okay, do. Also. So viel zu den Standings. Habt ihr das auch mal gesehen? Und der Präsident aus dem Haigerloch ist da. Servus Manu, grüß dich. Es geht raus ans Haigerloch. Ich hab's gerade recht. Also die wird ja auch wegen dem Helikopter. Nach den anfänglichen Problemen ist das Spiel jetzt echt gut am Laufen. Die technischen Hürden sind so ein bisschen, hinter uns. Und jetzt können wir uns auf das Spiel konzentrieren. Schon heftig. Ich gehe davon aus, dass der Flug, dass die.
So, wir haben das Battle von Batgirl. Dann haben wir Vize mit dem Open Race. Und Baumeister mit der 3-Bet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Hand weitergeht. Kevin hier mit dem Fold mit seinen 7ern. Batgirl mit dem Cold Call aus dem Straddle. Und jetzt kriegt Vize natürlich fantastische Odds hier. Guck mal, was der draußen macht. Ja, callt hier nur. Und wir haben 3 Spieler. Board geht runter. Ass hoch. Ass 10, interessant. Jetzt checkt von vorne zum Preflop-Aggressor. Baumeister in dem Fall mit der Conti-Bet. Kleine Setzgrößen hier. Setzt nur 2. Hält damit auch den Gutshot drin. Und Vize spielt. Check Raise on in. Ace Queen. Wird ein Baumeister jetzt nicht unbedingt schmecken. Zumindest finde ich gut, Baumeister hält mal kurz inne und überlegt sich, was in der Hand überhaupt passiert ist. Rekapituliert die Action. Und wenn Baumeister jetzt callt, dann bin ich mal gespannt, was Batgirl macht. Ob die sich berufen fühlt, hier ihren Gutshot nachzujagen. Baumeister prüft nochmal die Odds ab. Guckt auf den Kontrollmonitor. Und bringt die Lage auch rein. So, und jetzt hat Batgirl die Entscheidung. Kriegt natürlich super Odds hier. Foldet aber trotzdem. Spannend. Also Showdown. Ace Queen gegen Ace Queen. Also, das wird wahrscheinlich sehr hoch. Vize hier mit dem kleinen Free Roll hat noch ein Kreuz. One time. Der Bierkapitän. Ah, kein Kreuz, also da passiert nichts mehr. Kreuz. Da gibt's den Fistpump. Also, die Spieler teilen sich den Pot, den Anteil, den Batgirl eingebracht hat, und damit ist die Hand abgewickelt. Interessant. Interessante Action, wenn mal 2 Spieler hier mit der gleichen Handstärke aufeinandertreffen, wie die Hand so spielen. Baumeister hier mit der Tiny Conti-Bet auf dem Kreuzboard. Interessant. Kann man machen. Würde ich aber auch tendenziell eher größer machen. Vize Jack Race All-In mit Ace Queen für maximalen Druck. Interessant. Und Baumeister findet dann den Call. Ja, so hat sich zugetragen. Schauen wir mal, ob die jetzt so weiterspielen. Baumeister taut so langsam auf. Der findet jetzt in die Action und mehr Teil an der Pokerrunde. Ja, der passt nach Volltag. Kommen alle Mindfreeze. Lachen. 2 bei 1, 2 bei 7 oder 11 irgendwas, jetzt bin ich bei 11, 9, auch noch der Hand. Also, obwohl du nicht mitgespielt hast, gerade. Ja, ich habe, glaube ich, 2 verloren. Ja, irgendwas macht der komische. Jetzt bin ich bei 11, 9, war ich bei 1 irgendwas, aber die 9, 9 war ich. Ich glaube, wenn du foldest, passiert irgendwas. Weil das sah ja gar nicht aus. Das war ja nicht das Thema. Das Thema, das absieht. Das Workfold geht gar nicht. Spricht System instant. If player is Birkules, then every time. So, alle Spieler folden. Kevin im Smallblind. Der raised hier. 60 Menges. Der hat reingelippt, glaube ich, mit 10-8. Spielt Limp Call, trifft auch hier sein Top-Paar. Kevin hier mit Check and Overcard, mit dem Ass. Mit Gutshot, nicht mit Check and Overcard, was rede ich denn? Mit Gutshot und Overcard, Conti-Bet auf alle Fälle, wird von Menges hier direkt gecallt. Turn macht es jetzt nicht unbedingt besser für den Kevin, will den Pot kaufen. Menges sagt aber nee, called. Und der River, 2-Pair jetzt für Menges. Backdoor-Kreuz kommt an. Ja, schneller Check von Kevin, schnelle Bet. Und ich glaube nicht, dass der Kevin hier mit Ass hoch noch einen Call finden wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aha, okay. Interessant. Nice Hand.
Menges holt hier das Maximum raus. Leiert nochmal 1,25 raus von Kevin. Nice Hand, Menges. So spielt man Poker. Nice Hand. Gute Bet, gute Bet. Ja. Sage ich ja immer wieder, also Value Bets, auch wenn sie noch so tiny sind, sind immer gut, die machen den Unterschied. Menges macht es hier. Keller. Okay, ich werde nochmal gerufen, ich muss an den Tisch, bin gleich wieder da. So, danke für die Geduld. Ich muss kurz als Videoschiedsrichter eingreifen und habe jetzt mal die Softwareprobleme gelöst. Hoffentlich läuft die jetzt wieder. Bin jetzt gespannt. Wenn es jetzt nicht geht, müssen wir neu starten, aber es scheint zu laufen. So, erkläre ich gleich nach der Hand. Wir schauen uns erstmal die Action an. Baumeister eröffnet hier die Hand. Das 75 geraced mit seinen Pocket Sevens. Kriegt drei Caller hier. 5-2-2. Besseren Flop kriegst du ja eigentlich nicht mit 7 an. Dann muss die Conti-Bet kommen. War das in dem, wo wir jetzt nachkommentiert haben, oder? War das in dem, wo wir den Button? Klar, mal wieder, du hast ja ständig als Thema, aber ich habe jetzt noch so mal Intensivphasen gehabt. Ja. Ja. Das ist so scheiß Leiter. Also, die Kamera eigentlich auch ausdrehen. Die 9 ist ziemlich blank. Müsste eigentlich auch für Baumeister eine blank sein. Da gibt es ja wenig Hände, die 9 beinhalten, die wir callen. 9-2, 9-5, das sind ja keine Hände, die Pre-Flop mitspielen. Auch wenn man jetzt die Hand vom Pokerkapitän sieht, die eigentlich in die Range reinfällt. Aber ich sehe da auch eine zweite Bet hier beim Baumeister, die bringt er auch. Vize called hier. Jetzt bohrt mit dem König am River. Interessant. Check, check. Ja, da wollen sie beide nicht mehr investieren. Ja, und Baumeister gewinnt hier die Hand. Easy Game hier für Baumeister. Nimmt er den Pot mit. Holt auch so ziemlich das Maximum raus gegen die Hand vom Vize. Ja, genau. Also wir haben ja verschiedene PCs. Ich erkläre das mal ganz kurz. Den Poker-PC, der jetzt quasi die Software bedient, das Bild, was jetzt hier zu der Seite ist, quasi da, die Einblendung macht. Dann haben wir hier das Tablet, über das wir die Rebuys und die Seeds machen. Und der PC, wo ich jetzt hier sitze, da oben besser gesagt, ist auch nochmal ein Fenster mit den Stats. Da hat man mit der Software schon ein paar Probleme. Jetzt habe ich mal ein Gerät, das Tablet weggenommen. Ich hoffe, dass es jetzt stabil durchläuft. Zwei Abstürze hatten wir schon. Da muss unser Programmierer vielleicht nochmal ran. Ist aber auch schwer, die Fehlerquelle zu finden. Wir bleiben aber dran, dass man das sehr stabil durchläuft. Also insgesamt werden mehr Punkte verteilt werden. Aber da, ich meine, wir beide schon in der Hinrunde. Ja, also abgleichen wird sicherlich am Schluss. Das geht mal schnell. Das ist auch nicht fast. Das will ich auch nicht. Also bei nur 5 Punkte, das ist nicht so gravierend. Ja, jetzt ist so ein bisschen auch die Luft raus, so typisches Pokerabend-Verlaufspoker, sage ich jetzt mal. Die ersten 2-3 Orbits wird Vollgas gegeben, dann tritt so eine Ruhephase ein, so ein kleines Plateau, wo die Spieler sich so ein bisschen erholen, ein bisschen ausruhen und meistens danach dann wieder angreifen. So nach 2-3 Stunden nimmt dann die Runde wieder Fahrt auf, wenn die Stacks auch ein bisschen deeper werden. Hier ist jetzt nicht viel los, 4 Spieler für 25 drin. Checken den Flop. Der Turn bringt die 2. Noch eine weitere Blank. Typische Hand. Wer zuerst setzt, gewinnt auch die Hand. Keiner will setzen. Beide oder alle verpassen die Chance. Jetzt am River nochmal. Menges hier mit dem König hoch. Hat eigentlich die beste Hand. Hat verpasst zu setzen. Am Turn eigentlich eine Bet. Diese kleinen Pötte. Ja, Töpfe, so sagt man das, glaube ich. Kurze Wortfindungsschwierigkeiten, die kannst du eigentlich immer gut abgreifen in so einer Pokerrunde, wenn da zweimal, dreimal passiv durchgecheckt wird. Auf alle Fälle ein Pflichtbett hier. König hoch müsste da eigentlich gut genug sein. Frage von Maroon, gibt es irgendwann mal ein Turnier? Das ist eigentlich nicht geplant, also unsere Software kann kein Turnier-Poker.
Und den noch nicht oder überhaupt nicht, ist auch gar nicht angedacht. Haben wir jetzt aktuell nicht geplant. Vielleicht mal in der kleinen Runde mal irgendwas, Turnierformat oder so, aber dann offstream auf alle Fälle. Aber Sie haben doch vorhin geführt, oder nicht? Ja, 1-0 waren Sie vorne nach 3 Minuten und jetzt haben Sie kurz vor Schluss 2 Tore bekommen. Das ist aber blöde. Ja. Lauter Spiel kann gegen Paderborn noch über 1-0 vorne. Jetzt bin ich ans Mikro gestoßen. Kevin steigt ja ein in die Hand mit 7-2. Ja? Hamburg, Pauli, Düsseldorf. Guck mal, ob er von Baumeister hier die 3-Bet kriegt. Ja, sieht auch so aus. 1,60, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ja, kann man jetzt auch wieder super erkennen. Dank der neuen Kameras oder der neuen Objektive ist es natürlich easy zu erkennen. Und der Dings ist da, spielt er ja überragend, unser ehemaliger Nils. So, jetzt gucken wir mal, ob Kevin hier zurückspielt. Baumeister packt ja schon mal gerne ein Lose-3-Bett aus und will den Gegner fordern. Das waren die zwei Torschützen. Der, Nils, ja, sieht so aus, als würde Kevin hier zurückspielen. Ich habe sie gesagt. Harvard Nielsen. Ja, genau. Harvard Nielsen, genau. Irgendwas mit Nils war. Und der kam damals mit noch einem zweiten Torschützenkönig aus der zweiten Liga. 5,30, ordentliche Bett. Das kann nicht der Höhler. Nice Hand, Kevin. Da zeigt er die 7-2. Ja, erstmal kurz Ruhe am Tisch. Nice Hand, Kevin. Nice Hand. So spielt man Poker. Und er sammelt die Prämie ein. 2 Big Blinds von jedem. Ja, mit dem Geld. Die holt er sich. Stark, Kevin. Stark, Kevin. Nee, das Glück hat immer gezeigt. Stark, Kevin. Also. Tisch ist beeindruckt oder zumindest mal ruhig. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man was richtig gemacht hat. Ja, aber Nielsen, irgendwie bei uns hat er ja auch... auch in der ruhigen Phase kann man mal so eine Hand einstreuen. Gerade wenn die Runde so ein bisschen abebbt, ist es eigentlich eine gute Gelegenheit, mal einen rauszuhauen. Kann man auch mal einen Play machen. In 4-Bets gab es heute quasi nichts. Also in der Größe schon eh nicht. Beide Spieler jetzt auch schon ein bisschen deeper. Da kann man so einen Play auch mal anbringen. Ja, gut gemacht, Kevin. Gibt ein Lob. Der ist ja, nachdem man Freiburg weg ist, eigentlich gleich runter, zweite Liga und bin da zurückgekommen. Ja, ich bin da teilweise gar nicht so schlecht gespielt. Nee, ist klar. Nee, aber es war halt so. Franke oder was ist der gewöhnte? Der glaube ich auch. Irgendwie. Der kam von. Wo kam der ja? Auf mich Nürnberg, irgendwo aus dem Fränkischen. Ja, dem haben sie halt auch bös nachgesagt, weil der. So, am Button, Vize. Halt, als der mit King Queen Offsuit. Eröffnet die Runde hier. Strette von Birkulis. 90, die ja oben geblieben sind damals. Baumeister wieder im Pocket. Das haben sie nur mit dem Call hier. Lädt natürlich dann die anderen beiden ein, hier auch zu callen. Aber und so kommt es auch. Wenn du die Chance hast, die erste Liga weiterzuspielen. Vier Spieler. Danach mal absteigst und nie mehr hochkommst, ist halt auch witzig. Ja, eigentlich richtig Karma, ja. Ist ja auch nicht der kleine Rechtsverteidiger mit den dicken Waden. So. Oh. Natürlich starkes, ja, auch, ja. Starkes Board hier. Junge 10-6. Das war noch zu Maxi Philipp-Zeit, oder so damals. Check-Check und jetzt Birk mit seinem Top-2-Pair. Wird natürlich setzen. Halber Pot. Vize mit Overs und Open-Ender. Kann man sogar beim Race nachdenken. Callt ihr aber nur? Da können eigentlich Spieler verkaufen jetzt dann, wenn sie diesen Transfer-Pair haben. Ja, die 6 ist eine Blank, auch wenn Sport sich pairt. Genau, wir haben das Problem, dass viele keine Zweitliga-Verträge haben. Mit einer guten Setzgröße jetzt hier am Turn. Das nur, weil die sich nicht mit diesem. Wo kommt der aus? Setzt dann halt einen Stack. Dass der Gegner ein Overpair hält, ist unwahrscheinlich. Am Flop wurde er nicht geraced, von daher sehe ich ja auch eigentlich eine klare Value-Bet. Beim Overpair wäre sein Two-Pair nichts mehr wert. Ja. Queens, Kings, Aces ja als bessere Two-Pair halten würden. Von daher sehe ich die Bet hier schon eigentlich auf alle Fälle als richtig an. Und Vize hat es eine Entscheidung. 1, 2,
Die Odds sind natürlich jetzt nicht so schlecht. 50, 2, 75. Dieser Justin Deal von Köln, dieser Top. Ja, der hadert. Er hadert, der Vize. Er hadert. Vertragsende im Sommer, oder? Er wechselt dann. Er wechselt irgendwo hin. Aber die wechseln alle nicht, diese ganzen Talente nicht nach Freiburg. Nee. Obwohl wir wahrscheinlich die meisten Talente stark machen. Ja, bin gespannt, ob ihr einen Call findet. In Spiellaune ist er ja. Re-erfoldet. Nice Hands hier. Jörg macht alles klar. Macht er richtig. Ja, Vize hadert noch. Vize hadert. Ja, aber da muss er durch. Da muss er schon, eigentlich muss er da schon am. Am Flop des Rays finden mit der Hand, dann hat er am Turn keine Entscheidung mehr. So ist halt immer schwierig, wenn du halt am Flop nicht klar oder aggressiv nicht spielst, stehst du oft dann dumm da am Turn und weißt nicht, wie die Hand zu Ende spielen soll. Jetzt gerade so mit den Stackgrößen immer ein bisschen schwierig. Aber ja, so hat sich's zugetragen. Ich werde jetzt nach der Hand oder nach der Hand nochmal ganz kurz die Kameraperspektive vom Cash im Bar anpassen, da die Helligkeit noch mal ein bisschen hochschrauben, dass wir da ein bisschen klareres Bild haben. Das ist mir noch ein bisschen zu dunkel, das will ich jetzt gerne noch mal live ausprobieren, wie das kommt, wenn ich die Helligkeit ein bisschen anpasse. Da springe ich gleich noch mal rein. Der Mann im roten Overall. Okay. Pizzi hier mit dem Open Race. Mit 9. Suited. Kriegt 3 Caller. Und auch also von den aktivsten Spielern auf alle Fälle am Tisch. Baumeister, Birk und Supervic. Und alles halt Granatenkrützenhände. Ne? Macht aber nichts in dem Fall. Weil Baumeister hier natürlich, natürlich die Trips floppt. Und natürlich sein Gegenspieler, Birk, Top-Pair floppt. Jörg, das spielt an. Gibt auch gar keinen Grund, nicht anzuspielen. Die halten hier auf alle Fälle Protecten. Vize mit dem Call. Und Baumeister auch mit dem Call. Das ist auch kein Grund, hier zu raisen an der Stelle. Und macht es auch richtig, denn so hat der Gegner auch die Chance, eine Hand zu treffen. Und das ist auch so. Vize trifft hier. Und wird natürlich jetzt weitere Chips investieren. Baumeister Linz schon rüber. Schielt schon mit dem rechten Auge. Guckt nochmal die Hand an. Genüsslich. Und da haben wir es wieder, das Pokerteil. Kopf abstützen, immer Alarm hochziehen. Also aufpassen, wer den Kopf abstützt, der hat eine Granate auf der Hand. Kann ich immer wieder wiederholen. Pokertell Nummer 1. Außer bei Birk. Der stützt ihn ab, weil er gefrustet ist. Der hat den Dauer abgestürzt. Abgestürzt. So, River bringt die 9. Oh, wow. Das ist natürlich eine heftige Karte. Die wird den Vize den Stack kosten. Nein. Was ein River wieder. Also Cash and Bar hier, absoluter Setup-Dealer. Zum Glück hat er da nicht mehr so viel hinten dran. Ein Baumeister überlegt jetzt, was bringt ihm mehr? Der Call oder das Race? Was wird Birk machen? Callt Birk eher die All-In-Bet von Vize oder callt Birk eher das All-In von Baumeister selber? Gucken wir mal, wie er sich entscheidet. Nur der Call hier. Interessantes Play. Und Birk schneller Folds. Ja, ich glaube, war kein schlechtes Play vom Baumeister. Das macht er gut. 9, guck. Es kommt eine 9 auf. Ja, fiese Karte hier für den Vize. Muss man einfach so sagen. Auch als Videoschiedsrichter kann ich nur sagen. Schwierige Karte, aber war kein Abseits. Vize, tut mir leid. Alles versucht, der Vize. Muss mal durch. Schwierige Entscheidung. Aber gut, ich gehe kurz rein und stelle gerade kurz die Kamera ein und dann bin ich gleich wieder bei euch.